Lasst uns mal schauen, welche Regelmäßigkeiten wir finden, wenn wir positive und negative Zahlen miteinander multiplizieren. Fangen wir einfach an. 3 mal 4 ist 12. 2 mal 4 ist 8. 1 mal 4 ist 4. Und 0 mal 4 ist 0. Okay. 12, 8, 4, 0. Wie könnte das weitergehen? Minus 1 mal 4. Sagen wir mal minus 4. Minus 2 mal 4, minus 8, minus 3 mal 4, minus 12. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine logische Fortsetzung. Wie wäre das umgekehrt? 4 mal 3 ist 12, 2 mal 4 ist 8, 4 mal 1 ist 4. 4 mal 0 ist 0. Und auch hier, die Zahlen nehmen ab in Viererschritten und wir können das Muster fortsetzen. 4 mal minus 1 ist minus 4. 4 mal minus 2 ist minus 8. Und 4 mal minus 3 ist minus 12. Okay, also wir haben schon mal festgestellt, minus 3 mal 4 kommt minus 12 raus und 4 mal minus 3 kommt auch minus 12 raus. Das ist soweit ganz gut. Wir haben die schrittweise Abnahme unserer Ergebnisse logisch fortgesetzt in den Bereich der negativen Zahlen und wir haben das Kommutativgesetz, also das Vertauschungsgesetz, beachtet. Minus 3 mal 4 und 4 mal minus 3 ergibt das gleiche Ergebnis, minus 12. So, ein bisschen komplizierter können wir es noch machen. 4 mal minus 3 ist minus 12, haben wir ja gerade herausgefunden. Was ist denn dann 3 mal minus 3? Naja, wir könnten mal minus 9 sagen. Weil wir ja in den gleichen Schritten weitergehen und wir jetzt in der Dreierreihe sind. Also 2 mal minus 3 ist minus 6, 1 mal minus 3 ist minus 3 und 0 mal minus 3 ist 0. Na, jetzt kommt was Neues. Minus 1 mal minus 3. Ja, machen wir es wie eben, setzen wir die Reihe logisch fort. Wir sind in Dreierschritten größer geworden. Und wenn wir von minus 6, minus 3, 0, dann käme jetzt die 3. Dann wäre minus 2 mal minus 3, 6. Und minus 3 mal minus 3, 9. Okay, das sind soweit auf jeden Fall schon mal logische Fortsetzungen. Schauen wir mal, wie sich das zusammenfassen lässt. Also, was wäre denn 4 mal 5. Naja, ist klar, ne? 20. Aber was wäre denn minus 4 mal minus 5? Und hier nehme ich jetzt Klammern, damit die Rechenzeichen mal und minus nicht aufeinander treffen. Ja, schauen wir mal. Also, wir hatten ja hier so einen Fall, wir haben eine negative Zahl und eine negative Zahl multipliziert. Minus 2 mal minus 3. Und es ist plus 6 rausgekommen. Also so, als hätte ich 2 und 3 multipliziert. Also sagen wir hier 20. Was wäre denn mit minus 4 mal 5? Oder 4 mal minus 5. Jetzt sind wir in dem Fall, dass entweder der erste Faktor negativ ist und der zweite positiv, oder der erste Faktor positiv und der zweite negativ. In beiden Fällen können wir die Zahlen multiplizieren und wir geben ihnen ein negatives Vorzeichen.
Also erklären wir minus 5 mal 4 ist 20. Minus 20 natürlich. So. Und minus 4 mal 5 ist auch minus 20. Also ich sage es nochmal richtig, ne? Minus 4 mal 5 ergibt minus 20 und 4 mal minus 5 ergibt auch minus 20. Man könnte sich also merken, wenn man positive Zahlen miteinander multipliziert, gibt es ein positives Ergebnis. Negative Zahlen miteinander multipliziert, minus mal minus, ergibt auch ein positives Ergebnis. Dagegen ist es so, wenn ein Faktor negativ ist und der andere positiv, ist das Ergebnis negativ und umgekehrt. Das ist natürlich auch so.